So, Freunde, es kann weitergehen. Kann man ja eigentlich die Sprache hier noch umstellen? Ne, wir bleiben bei Englisch. Return to Sea View. Story 4% haben wir erst komplett. Also machen wir da mal weiter. Ich hoffe, wir kommen da weiter. Also das ist ja... Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes gruselig. Door, ne, funktioniert auch nicht. So, wir hatten ja das letzte Mal hier mit dem Mädel gesprochen. Gucken wir mal, Open Notes. Jimmy wouldn't listen. Click item to each spirit reply. The girl in the basement. Muss ich das irgendwie anklicken? Nee, ne? Ja, das sind alles Sachen, die ich gefunden habe. So, hier ging es ja irgendwie auch nicht weiter, wenn ich so richtig gesehen habe. Konnten wir auch nichts machen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach oben. Das ist auf jeden Fall im Basement gewesen. So, press lower ground. Ground. Floor 1. Okay. Komisch, das war LG. Wir waren ja im Ground, warum es nicht Lower Ground, warum es nicht weiter ging. Ja, das ist ja auch der Bereich hier von dem Mädel, sag ich mal. Hier die ganzen Luftballons. Ja, natürlich mal gucken, wo wir... Fangen wir bei Raum 101 an. Vielleicht fällt uns ja auch irgendwann noch was auf, was wir wissen jetzt auch nicht genau. Ah, das ist ein Rucksack. Oder? Nee. Was ist das? Wir gleich mal gucken. Guck mal, hier haben wir ja schon gefunden. Die Heizung. Schon alles gefunden. Also Raum 101 ist eigentlich soweit untersucht. Is anyone there? Is anyone there? Hier ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, dass wir hier in Raum 202 kommen. Die Frage, geht der nach da? Genau. 102 gehen wir mal rein. Durchsuchen wir auch nochmal alles. So, wir haben schon einen Kompass. Gehen wir nochmal auf unser Gerät. Is someone there? Zwei haben wir also somit auch untersucht. Das sind ja zwei Schubladen, ne? Aber wir haben ja, glaube ich, beide angeguckt. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter zu Raum 103.
war das Problem, dass der einfach zu dunkel ist. Können wir trotzdem mal sprechen, ob wir da irgendeinen Kontakt kriegen. Is someone there? Ja, okay, 103 ist also auch nichts. Schade, dass wir keinen Lichtschalter haben. Jetzt weiter mit 104. Auf jeden Fall in die Richtung wieder. Oh, der gesehen, der ist da. Heißt, wir gehen jetzt hier rein und verstecken uns. Warten erstmal, ob er kommt oder nicht. Ja, seht ihr? Ist ein Lümmel, ne? Mich doch gesehen und hat gesagt, ah, die geht in 106 rein, da gehe ich auch rein. Die Frage ist, er jetzt weg oder ist er nicht weg? Weg zu sein. Okay, das war das mit Blut. Das haben wir auch schon gesehen. Is someone there? Ah, der 106er Raum mit dem Blut ist natürlich sehr interessant. Durch die Linse gucken, da scheint er nicht zu sein. Okay. Verschlossen die Tür. Wir müssen uns 104 waren wir jetzt noch nicht drin. Das heißt doch, da waren wir wahrscheinlich auch schon drin. Who's there? Okay, da antwortet niemand. Wir gehen jetzt wirklich systematisch vor. Ach, alter Schwede, ey. Ah, ist ja der Bekloppte. Ja, diesmal mich aber wirklich richtig erschrocken. Das heißt, wir müssen ja wieder das Gerät holen. Wir können hier aber auch mal reingehen. Wir schon hier sind, war 111. Hier war ja zu. 110. 110 geht auf. Wir müssen natürlich unser Sprachgerät wiederholen. Das waren ja die Koffer von den nicht abgereisten. Look in the first floor store, ja. Ich weiß, da müssen wir rein.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Das war ja in der Nähe von den Treppen. Raum 120. Warte mal. Ja, es ist aber auch riesig, muss ich sagen. Also 121 sogar. Ich wusste gar nicht, dass das so viele Räume waren. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas. Was wir letztes Mal übersehen haben. 123 haben wir jetzt die Schlüssel gefunden. So sollten wir vielleicht doch ab und zu mal durch Schlüsselloch gucken. Ja, dass wir da nicht mal gleich wieder einer auf die Mütze kriegen. Auf jeden Fall das Geisterabhörgerät noch holen. Spiegel. Ah, you found some trophies and awards. Schön. Oh, Medizin haben wir auch. Hier eine Leiter. Look in the first floor, ja. Machen wir doch. Wie sieht's aus? Ah, alles klar. Das heißt, wenn wir da rausgehen, dann haut er uns gleich wieder einen über den Kopf. Und es ist nicht schlimm, weil wir erwachen immer wieder und dann müssen wir wieder dieses Geistergerät finden. Aber wir müssen uns jetzt merken, dass wir Raum 121 auf jeden Fall nochmal durchsuchen müssen. 123, 122 haben wir jetzt gemacht. Das sind Sachen hier, die hatten wir auch vorher noch nicht. Entweder er ist jetzt weg oder er haut uns einen vom Kopf. Da schreckt man sich zwar immer kurz, aber hier ist ja auch nur ein Computerspiel. 123 war zu, okay. Ist auch zu. Da ist nämlich die Frage jetzt. Klar, man kann 117. Halt, andersrum. Ich will da rein. Man könnte sich jetzt das Geistergerät holen. Die Frage ist halt nur, für was ist es gut? Jetzt können wir ja noch Sachen durchsuchen. Hier scheint er nicht zu sein. Gehen wir hier wieder raus. Ja, 120 war ja zu. Richtung hier. Ja, das sind die. Weil da sind die Fahrstühle. Ich musste aber lang. Und er ist da gewesen. Boah, fahren wir erstmal Fahrstuhl. Gucken wir nochmal.
Eins sind wir ja sogar mal jetzt zwei. Ja, uns fehlt jetzt das Geistergerät, um mit denen zu sprechen, aber wir haben neue Gegenstände gefunden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit diesen neuen Gegenständen, die wir gefunden haben. Ja, die war ja zu. Dass wir doch damit einiges machen könnten. Also nochmal unten im Keller mit dem Mädel reden. Weil die hat ja die Geisterverbindung. Oder besser gesagt, mit dem Gerät kann man dann halt mit dem Mädel sprechen. Okay, umso mehr Türen zu sind, umso besser ist das. War da nicht noch rechts eine andere Tür? Hier links mal. So. Ja! Ah ja, Mann! Ey. So, ich bin ja wirklich erschrocken. Ich hab zwar die Schritte von ihm gehört, aber okay. Auf jeden Fall das Geistergerät. Und ich dachte, wir fahren in die 2. Wenn wir in der 2 sind, dann geht er nach oben und wir können wieder nach unten. Aber okay, dass er da am Fahrstuhl da so rumflitzt. Ohne das Geistergerät kann ich jetzt hier erstmal nichts machen. Ich muss ja das Mädel unten nach den neuen Sachen fragen, die wir gefunden haben. Ich vermute mal, dass das Mädel auch im Keller ist. Was denn? So. 118, aber ich glaube, hier sind wir richtig. Die Elevators, genau. Irgendwo müssen hier die Treppen sein. Ist ja klar, die Treppen sind immer in der Nähe vom Fahrstuhl. Das ist die Storeroom, genau. Hier haben wir das Geistergerät. Das ist echt übel, dass man sich das immer wiederholen muss. Was geändert. Hallo? Die Waschbrille ist so viel, ey. War noch nicht. Mal versuchen wir mal mit ihr zu gucken, ob wir einen Kontakt hier aufnehmen können. Ist es Amy? Ah, wir haben Kontakt zu Amy, sehr gut. Bottle of turpentine and a lighter.
What were they for? I didn't know what they were until Jimmy showed me. Where did the bottle of diazepam come from? I don't know. I found some trophies. Who won them? Das kennen wir schon alles. Das war das, da gibt es auch schon eine Antwort zu. Ja, mehr haben wir nicht. Zeigt jetzt hier geradeaus WrestleMania, wenn wir den Automaten angucken könnten. Das funktioniert nicht. Die Tür ist zu. Was mich wundert, weil wir ja einen Generalschlüssel haben. Es ist dunkel. Auch immer nichts. Was ist denn hier lang? Waren wir hier schon? Das zu? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Das ist die Dunkelkammer, ne? Ist jemand da? Weiter. Is someone there? Nee, Amy ist immer nur da, wo wir sie auch wirklich sehen. Ist klar so, also falls wir eine Erscheinung mit ihr haben. So, die Tür war ja zu, stimmt. Hier sind wir ja auch reingekommen, hier haben wir angefangen, würde ich sagen. Ich bin ja mal in die 3 fahren. Gucken, ob wir da neue Sachen erfahren. Ja, irgendwas anderes finden. Auch krass ist, die Musik ist ja unten auch wieder ausgegangen. Da war auch sehr düster, ne? Aber oh, da war ja hier. Is anyone there? Hier ist Amy auch nicht. Wir hätten ja auch nicht viel gefunden im Raum 308 und 309 oder so. Kann es sein, dass wir letztes Mal nicht richtig geguckt haben. Den Ring haben wir schon gefunden. Das ist ein Kompass, den haben wir. Ich weiß auch gar nicht, was das immer soll mit dem Kompass. Das Gute ist, man stirbt ja in dem Spiel nicht. Man erschreckt sich zwar immer, wenn man einen auf die Rübe bekommt. Okay. Kompass brauchen wir nicht. So, schon gehabt. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir waren in 308 und 309. Huh.
Is anyone there? Hier sind Luftballons, das ist natürlich immer verdächtig. Hier in unserem Ausgangspunkt, alles klar, gehen wir wieder zurück. Das Treppenhaus geht ja auch. Stimmt, aber nicht funktioniert. Es ist schon komisch, da oben ist wirklich nicht viel, eigentlich gar nicht, so was man wirklich verwenden kann. Das sind 302 ist hier drin, aber 302 ist halt auch dunkel. Siehst du auch nichts? Ich kann jetzt nochmal durchs Schlüsselloch gucken. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Es kann sein, dass wir gleich einen über den Kopf kriegen. Heftig, heftig. Deftig, deftig. So, wir haben nichts weiter gefunden bis jetzt. Ein Stück weiter gekommen auf jeden Fall. Auch jetzt nicht mega weit oder so. Aber ich würde sagen, Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Wenn wir das Ganze beendet haben, dann gucken wir uns auch nochmal den Status an, wie viel Prozent wir überhaupt erstmal geschafft haben. Wir haben ja doch einiges gefunden. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, dann gehen wir mal raus. Hier steht Story 4%. Let me out.